Die Gemeinde Reichenthal wurde kürzlich 2 Tage lang in ein Faustballmekka verwandelt. Grund war die internationale Faustball-Trophy, die heuer bereits zum 30. Mal stattfand. Auch wir ließen uns dieses spannende Turnier nicht entgehen. Mit von der Partie waren nicht nur die besten Faustballdamen- und Herrenteams aus Österreich und dem Mühlviertel, sondern auch internationale Schmetterasse aus Deutschland. Wir haben da jetzt 34 Mannschaften aus Österreich und Deutschland, wobei Österreich auch mit 3 Bundesländern vertreten ist. Vom Niveau her, bei den Herren haben wir ein eigenes Elite-Turnier, wo Mannschaften aus der 1. und 2. Bundesliga teilnehmen. Und dann ein zweites, ein B-Turnier, wo Mannschaften, die was unterklassig platziert sind. Beim Damenturnier ist bunt gemischt, auch von 1. Bundesliga, Staatsmeisterschaftskandidaten bis runter zur letzten Liga. Also wir haben für jede Mannschaft das passende Programm oder den passenden Gegner dabei. Die Sportunion Reichenthal hat mit diesem Turnier ein Event auf die Beine gestellt, das seinesgleichen sucht. Es kommt irrsinnig gut an. Es ist ja mittlerweile das 30. Turnier. Und die Spieler zeigen uns das auch nicht nur am Spielfeld, dass da mit Begeisterung spielen, sondern auch am Abend bei der jedes Mal stattfindenden Players Party. Wir sind das größte Faustballturnier in Österreich. Sind auch mittlerweile das einzige, was an 2 Tagen gespielt wird. Ich finde es persönlich sehr nett, weil man nicht nur das Sportliche hat, sondern auch das Gesellschaftliche am Abend. Man trifft Mannschaften, die was man vielleicht unter das Jahr nur kurz einmal trifft oder eventuell gar nicht, kann sich da austauschen. Und wir sind zwar Gegner am Feld, aber bei der Bar, bei einem gemütlichen Getränk sind wir alle miteinander Freunde. Die Zuschauer waren hin und weg von den spektakulären Ballwechseln. Am Ende der 2 Tage standen die Sieger fest. Bei den Herren jubelte Michael Klaffenböck, der mit seiner Mannschaft vom Herrenleistungssportzentrum 2024 das Turnier dominierte und den begehrten Pokal in den Händen halten durfte. Gratulation, ihr habt das Turnier gewonnen. War das von vornherein klar oder wie hat es ausgehört vorher? Ja, danke schön. Ich würde sagen, klar war es auf keinen Fall. Sehr starke Teams auch noch da gewesen, die wir in der Gruppenphase dann glücklich besiegt haben und eigentlich in der Gruppenphase gegen Grimsmünster verloren. Mit 9 Bällen minus. Und damit muss man sagen, überraschend vielleicht nicht, weil der Teamzusammenhalt stimmt bei uns. Das wissen wir seit 6 Monaten jetzt beim Heeressport. Aber ich denke, dass es durchaus verdient war. Es war ja ganz ein schnelles Spiel, muss man sagen. Wo habt ihr Vorteile gehabt? Wo wart ihr besser? Boah, ich glaube, dass wir den ersten Angriff, also das Service, sehr gut entschärft haben vom Gegner. Und dann extrem gut die 2. Bälle zugespielt haben. Und in der Verwertung waren wir halt jetzt, glaube ich, am Höhepunkt vom ganzen Wochenende. Und da war einfach Abwehr, Zuspielangriff einfach auf einem guten, super Top-Niveau, so voll passt. Auch die Damen lieferten sich atemberaubende Ballwechsel und spannende Matches. Der Sieg ging schlussendlich an die Mannschaft der Union Heidelmeier Schwingenschuh-Nussbach. Ja, Gratulation, ihr habt das Turnier gewonnen. Was bedeutet euch denn das? Ja, das bedeutet uns eigentlich ziemlich viel. Ich glaube, wir haben jetzt schon lange nicht mehr in Reicher da mit der gesamten Damenmannschaft gespielt. Und dann ist es schon ganz cool, wenn man wieder dabei ist, gewinnt. War es klar für euch oder war es eine schwierige Partie? Nein, klar war es auf jeden Fall nicht. Es sind gute Mannschaften da, auch von der 1. Bundesliga. Deswegen freuen wir uns natürlich umso mehr, dass wir es gewinnen haben können und als Vorbereitung nutzen haben können. Sport ist in Reichenthal nicht mehr wegzudenken. Wir von der Union Reichenthal, wir haben grundsätzlich 6 Sektionen, ungefähr 700 Mitglieder, also schon eine beträchtliche Zahl, wobei wir 2 Ballsportsektionen, Fußball, Faustball haben, Stockschützen, Orientierungslauf und Rad- und Fitness, Modellflug. Das Ganze, was sich da jetzt am Sportplatz anspielt, ist das Faustballturnier. Und der Stellenwert, egal ob da jetzt Fußball gespielt wird, Faustball gespielt wird, wichtig ist, dass das Areal, was wir zur Verfügung stellen, genutzt wird. Und das ist halt heute, die 2 Tage, von gestern auf heute, sicher der Fall. Die Vorbereitungen für diese Trophy zogen sich über das ganze Jahr. Und Vereinsmitglieder samt Familie packen bereits seit Generationen alle mit an. Gemeinde und zahlreiche Sponsoren sorgen für die finanzielle Unterstützung zu diesem rundum gelungenen Event, welches auch von den Spielern sehr geschätzt wird. Es ist immer wieder super, da nach Reichenthal zum Kummer. Und eben da zu sehen, wie solche großen Ereignisse eigentlich aufgebaut werden und wie wir da teilnehmen dürfen, die Organisation wieder super.
Und auch am Abend hat es super Spaß gemacht, das war einfach perfekt. Ich finde, Reichertal macht da immer echt ein cooles Event draus und wir kommen jedes Jahr wirklich gern her. Das ist eigentlich schon ein Fixpunkt im Veranstaltungskalender in Reichenthal. Und mich freut es voll, dass das jedes Jahr so toll besucht ist und dass so viele Mannschaften zu uns nach Reichertal kommen und da mittun bei diesem Turnier. Merkt man da ein bisschen auch, dass da so ein Schwung, so ein Drive dann da ist, dass da viele zukommen und zuschauen und mit dabei sind? Ja, vor allem diejenigen, die was Faustball-Fans sind, sage ich jetzt einmal, die Angehörigen, ich merke, da sind die Kinder, der Nachwuchs ist schon dabei, die Eltern helfen mit und dann bewirten und das ist voll super, weil da weiß man, da lebt es weiter und das hat eine Zukunft in Reichenthal. Die 30. internationale Faustball-Trophy in Reichenthal war auch heuer wieder ein Sportwochenende mit top besetzten Mannschaften, grandiosen Leistungen und Spannung bis zum Schluss.